Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Nagelvideo. Heute zeige ich euch, wie ihr diese mega cuten Kawaii Aesthetic Gamer Nails machen könnt. Diese Nägel sind perfekt zum Zocken, zum Gamen. Sie stören euch nicht, aber dennoch richtig süße Nägel. Und ich zeige euch jetzt, wie ich diese Nägel gemacht habe. Also Leute, willkommen zurück auf diesem wunderschönen Absturztisch. Was ist das hier? I can't. Aber ich werde jetzt dennoch weitermachen mit den Nägeln. Und zwar, da die ja jetzt schon angeraut sind und alles, werde ich jetzt mal in Zeitraffer mein Basecoat auftragen und an allen Fingern das Polygel. Also meine Tools habe ich jetzt da, meine Lampe. Ich werde heute von Macart dieses Polygel benutzen. Das ist in 50 Milliliter in der Farbe Daydream. Dann mein Basecoat ebenfalls von Macart und hier wieder Nagellackentferner, das benutze ich und da werde ich hier einfach einen Schwung reinmachen. Stelle es mir hier so zur Seite und dann werde ich da mal reingehen, um die Flüssigkeit wegzumachen. Was ich jetzt allerdings wie immer ganz am Anfang mache, ist einfach hier Basecoat nehmen und ich fange jetzt einfach hier grob an, erstmal eine fette Schicht Basecoat auf jeden Nagel zu machen. Ich habe übrigens meine Nägel davor nochmal geschnitten, damit die so kurz sind wie möglich. Das habe ich am Anfang nicht gemacht, aber ich glaube, das ist einfach besser, falls ihr euren Nagel sozusagen schonen wollt, falls ihr mal öfters Nägel trägt. Deswegen werde ich das jetzt halt auch machen. Einfach hier Basecoat drauf. Und dann unter die Lampe. Und den Daumen natürlich auch. So, ich denke mal, heute werde ich mal Schablonen benutzen. Ich persönlich benutze nicht so gerne Schablonen. Keine Ahnung warum, um ehrlich zu sein. Aber da ich meinen Nagel jetzt nur ein bisschen verlängern möchte, werde ich das machen. Und zwar ganz normal einfach, wie man Schablonen halt drauf macht. Oh, ich habe das Teil da unten vergessen. Ich drücke das jetzt auch immer gerne hier vorne ein bisschen flach, weil ich möchte ja gerade Nägel haben. Und dann beginnt, ich zeige euch jetzt mal an den Daumen alles detailliert und dann zeige ich euch den Rest in Zeitraffer. Also ich nehme mir praktisch jetzt dieses G, wenn es aufgetragen ist. Uff, und mache jetzt hier einen guten Schuss mal darauf. Ist jetzt ein bisschen fester. Und dann nehme ich mir praktisch meinen Pinsel, gehe in die Flüssigkeit, streife das hier leicht ab. Und dann werde ich versuchen, diesen Bead sozusagen jetzt hier schön auf den Nagel zu verteilen. Dann nehme ich mir jetzt mal hier noch ein bisschen mehr Produkt und achte halt darauf, dass es wirklich auch hier am Ansatz so schön ist, wie es nur geht. Ziehe das Ganze dann so nach vorne. So, das wird wahrscheinlich eh viel zu viel sein, was ich hier gerade mache. Aber ich ziehe das jetzt nochmal hier runter. Achtet auch am besten darauf, wenn ihr das mit dieser Methode macht, geht nochmal hier mit ein bisschen Nagellackentferner oder eure Solution, die ihr dann im besten Fall habt. Und versucht das jetzt schon mal so gerade zu machen, wie es geht. Das wird euch einfach später alles vereinfachen. Ich bin jetzt ganz zufrieden, das sieht ganz okay aus und ich gehe jetzt hier mit der Lampe gut zweimal darunter und lasse es jetzt schön aushärten. Ja, und dann nehme ich mir jetzt hier wieder ein Wattepad und ein bisschen Nagellackentferner. Ich mache das immer mit Nagellackentferner, ihr könnt das halt auch mit kompletten Alkohol machen oder Desinfektionsmittel geht auch. Jetzt hier schon mal drüber und dann könnt ihr das jetzt auch hier abmachen und das ist jetzt der Nagel. Ich bin eigentlich relativ zufrieden, würde ich jetzt mal sagen. Natürlich werde ich das jetzt hier schon mal ein bisschen in Form feilen. Ich werde jetzt auch schon mal hier die Oberfläche anfeilen. Die soll ja so glatt sein, wie es geht. So, ich habe das jetzt erstmal so gefeilt. Ich gehe jetzt hier nochmal natürlich gut mit meinem Nagellackentferner drüber. Und ihr seht schon, also, what the fuck, also diese Form Absturz, to be honest. Ich will auch eigentlich gar nicht, dass die so lang sind. Also das ist ja schon gar nicht lang, also absolut nicht lang. Aber das kann von mir aus sogar noch ein Stück kürzer so. Deswegen werde ich das jetzt versuchen, noch vorsichtig runterzufeilen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Also Leute, ich wollte euch das jetzt mal kurz zeigen. So sieht das jetzt aus bei mir. Für viele ist das wahrscheinlich viel zu kurz und gar nicht das, was die wollen. Aber genau das möchte ich jetzt gerade. Ich möchte halt einfach, dass es alltagstauglicher ist. Und genauso wie ich jetzt diesen Nagel gemacht habe, werde ich jetzt auch noch alle meine anderen Nägel machen. So sieht das Ganze jetzt aus. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt an diesen zwei Fingern schon mal Topcoat aufgetragen, aber ich wollte euch nur noch mal kurz zeigen, also ich nehme jetzt hier, oh, das ist der Basecoat, upsie. Ich nehme jetzt ganz einfach meinen Topcoat, trage den hier großzügig drauf. Das Ding ist halt, falls ihr auch nicht ganz 100 Milliarden Prozent
ebenmäßig seid, dann wird das der Topcoat auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen ausgleichen, was ich immer ganz gut finde. Also macht ja schon eine gute Schicht Topcoat drauf, das supportet nochmal, aber macht auch nicht so zu viel. Also so ein, schon, dass es gut gecovert ist, aber nicht, dass es an den Rändern halt ausläuft, sage ich jetzt mal. Ja, und das Ganze lasse ich dann jetzt nochmal komplett unter der Lampe trocknen und dann geht's los mit dem Design. Oh mein Gott. So, ich habe jetzt hier mein Buch mal rausgenommen. Ich werde jetzt hier die 009, das Weiß benutzen und dann noch einen gelben Ton. Den gelben Ton nehme ich nicht hier raus, da werde ich wieder Wassermalfarben benutzen. Aber was ich jetzt machen werde, ist, ich habe jetzt hier praktisch mein 009. Uff, das sieht ganz schön mitgenommen aus. Ich mache das jetzt erstmal dorthin und das mache ich jetzt hier hin. So, und ich zoome euch jetzt mal ran und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das Design darauf male. Denn ich nehme jetzt hier praktisch erstmal diese 009. Gehe hier erstmal gut mit einem sehr detaillierten Pinsel rein. Werde jetzt hier anfangen, vorsichtig so Wolken zu malen. So, ich habe jetzt das Ganze mal hier mit dem Rosa gemacht. Das lasse ich jetzt erstmal trocknen. So, und wenn das fertig ist, dann habe ich jetzt hier noch mein Weiß. Und damit werde ich jetzt auch noch ganz vorsichtig hier ein bisschen, zum Beispiel hier unten noch mal ein bisschen lang gehen und dass die Wolken so ein bisschen so einen Farbverlauf haben. Und dann werde ich aber trotzdem noch mal unabhängig davon noch mal hier ein paar so kleine weiße Wolken machen. Das Ganze jetzt wieder unter der Lampe. So, und jetzt mit einem gelben Ton werde ich jetzt hier noch vorsichtig so ganz, ganz vorsichtig kleine Sterne machen. So, und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich das jetzt erstmal kurz trocknen lassen, mache dann nochmal einen Basecoat drüber und genau dieses Design werde ich jetzt noch an allen anderen Fingern machen. So, und das sind jetzt die fertigen Nägel. Ich habe jetzt noch einen matten Topcoat darüber gemacht. Der ist jetzt noch nicht ganz hundertprozentig runtergetrocknet, deswegen hat das noch so einen leichten Schimmer. Aber das sind jetzt die Nägel, meine cute, aesthetic, kawaii Nails mit so ein paar Wolken und so ein paar Sterne. Ich finde, die sind mega süß, die sind kurz, die sind alltagstauglich, die sind zockerfreundlich. Also, was wünschst du dir mehr als perfekte Zockernails? Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, könnt mich auch kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, XOXO.